Mir große Freude, den zweiten Vortrag von diesem Abend vorzustellen. Das ist übrigens das 20. Treffen oder besser gesagt das 1-0-1-0-0-te Treffen vom Augsburger Kirchenclub. Jetzt wird Richie sprechen. Richie wird über Julia sprechen. Julia ist eine moderne Programmiersprache, die gerade ziemlich gehypt wird in gewissen Bereichen. Nur mal sehen, was an dem Hype dran ist. Vielen Dank. Jawohl, grüß Gott. Ich hoffe, man hört mich. Oh, ja. Ja. Schön. Also der Vortrag ist relativ mutig, habe ich festgestellt bei der Vorbereitung. Ihr werdet gleich sehen, warum, aus mehreren Gründen. Der erste Grund kommt gleich. Und zwar, wenn man sich den Tiobe-Index, also die beliebtesten Programmiersprachen zur Zeit anguckt, dann sieht man sehr frustrierende Dinge. Also zum einen sieht man, dass Java mit Abstand sehr weit oben ist. Dann sieht man so Sprachen, wo man das irgendwie erwartet. Dann sieht man noch diese anderen Sprachen. Man sieht sogar Dinge, die gar nicht Programmiersprachen sind. Echt? Warte. Ja. Wo? Ich beziehe mich auf Assembly. Nein, die Assembly ist eine schöne Programmiersprache. Ich beziehe mich auf eins weiter oben, als gerade hinterlegt ist. Ja. Du meinst von PHP? Ein Präprozessor. Aber ich meine, aber ja, ich probiere ja immer noch gegen Steam. Also das ist, Mein Punkt wäre jetzt vor allem hier gewesen, wenn man sich die Sachen anguckt, die sind auch alle furchtbar alt. Also Java gibt es schon fast 20 Jahre, C und C++ noch länger. Und wenn man damit jetzt Julia vergleicht, Julia ist 2012, also gerade mal 4 Jahre, dann passt es da schon so gar nicht rein. Und das ist sehr mutig. Was heißt denn Beliebtheit von Programmiersprachen? Den Tiobe, also um ehrlich... Wenn nachher zum Beispiel irgendwie Programmiersprachen viel kompiliert wird, also ich meine, viele Leute nutzen ja JavaScript als Target, genau, ist das quasi dann beliebt, weil irgendwie viele Programme in JavaScript von Compilern geschrieben werden, oder? Bei dem Tiobe-Index geht es, glaube ich, um irgendwie ausgeschriebene Industriestellen, oder? Nee, ich glaube, die werten Suchanfragen aus. Also der typische Isabel-Programmierer muss halt nicht so viel nachdenken im Internet. Ja. Der typische Java-Programmierer muss halt, der guckt halt, darf wir Main... Stopp. Also, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also, wie oft kommt es im Netz vor? Wie viele Seiten gibt es, die es referenzieren? Das heißt, je mehr Leute auf Stack Overflow Probleme mit der Sprache haben, desto besser bewertet sich der. Genau. Das könnte einige Positionen vielleicht erklären. Okay. Das ist doch verlinkt, wie es definiert ist. Ja, aber so weit wollte ich da gar nicht drauf raus. Das sollte eigentlich nur ein Aufhänger sein. Auch wenn man darüber sicher viel diskutieren kann. Genau, Julia. Wo Julia auch so ein bisschen hin möchte, ist, Julia möchte das neue MATLAB sein. Und Julia möchte vor allem besser sein als MATLAB, was ein realistisches Ziel ist und kein so hochgestecktes Ziel. Also MATLAB ist relativ weit unten. Das haben wir hier. Genau, und das ist, also Julia möchte so in der Liga spielen, wo MATLAB ist, wo R ist und wo auch Fortran spielt. Also sie sagen so Numeric Computing und Scientific Computing und sie sagen auch, ja, viel Number Crunching und sie sagen auch, ihnen ist tatsächlich Performance wichtig. Das war so der Grund, warum Julia angefangen hat, mich zu interessieren. Und jetzt gebe ich euch einen, also wir haben ja nur 20 Minuten, einen kurzen Überblick, was ich so an Themen vorbereitet und geplant habe. Entschuldigung, es gibt keine Folien. Was ist Julia? Okay, Codebeispiel. Damit, es gibt ein Codebeispiel, dann noch ein paar Spracheigenschaften. Dann die REPL von Julia ist tatsächlich sehr fancy. Da gibt es eine Live-Demo. Es gibt auch seine REPL. Ja. Das ist was Gutes. Aber warum kommt keine Folien, wenn oben die Beamer-Klasse? Weil das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es gibt Folien, aber die sind ganz furchtbar geworden. Deswegen gibt es keine Folien hier. Okay, Ende des Vortrags mal kurz den Nachricht. Was muss man jetzt machen, wenn wir Folien füllen werden? Also das ist Emacs Org Mode, der versucht das irgendwie raus zu extrahieren und er macht es anders, als ich dachte, dass er es macht. Und, was es dann noch gibt, ist Performance-Vergleiche tatsächlich. Mit C, C++, MATLAB und GNU Octave, die kommen noch.
dann, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kann man noch über, sehr viel über das Typsystem philosophieren, was Julia hat. Die verwenden nämlich, also sie haben Subtyping, aber sie haben keine Vererbung. Und auch das Subtyping hat ein paar Einschränkungen. Und genau, so viel zum Überblick. Dann würde ich jetzt mal mit einem Codebeispiel anfangen. Und zwar ist das jetzt aus dem offiziellen Julia-Repo. Und so sieht das aus, wenn man... Kann man das schön lesen? Das ist ein bisschen größer, ne? Ja. Ha! ZF plus. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nein. Editor. So. ZF nicht Z plus. Nochmal Space. Space ZF plus. Hm. Kann man das sogar... Wow. Und noch eins? Ja, schön. und zwar, also hier ist man, so kann man jetzt Fibonacci sehr kompakt definieren zum Beispiel. Vielleicht machst du noch ein bisschen größer für Beamer. Ja. Dann willst du nicht mehr so kompakt die Definition, ja. Jetzt haben wir schon mal schon lang sagen. Sollte langen, ja. Okay. Also das eine, man kann die Sachen sehr kompakt und sehr deklarativ definieren. Was man hier auch noch gleich Schönes sieht in Julia, ist, man hat Makros mit Add. Und man hat tatsächlich sehr, sehr mächtige Meta-Makros. Sie sagen auch irgendwo, sie wollen da sein wie Lisp und vergleichbar sein. Genau, was sieht man ansonsten noch? Es gibt zwei Arten, wie man Funktionen definieren kann. Es gibt diese kompakte, kurze und es gibt eine etwas größere. Und das war es, glaube ich, auch schon, was ich erzählen wollte mit dem ersten Codebeispiel. Weil jetzt können wir auch schon gleich zu den Spracheigenschaften kommen. Und das ist der zweite Punkt, warum dieser Vortrag sehr mutig ist, weil Julia ist dynamisch typisiert. Richtig. Und Julia ist eigentlich imperativ. Also Julia hat ein paar funktionale Features, aber es ist im Grunde imperativ. Ja. Es ist aber durchaus, also was diese, diese dynamische Typisierung trotzdem interessant macht, ist, Julia macht manchmal Typinferenz. Und es macht sehr seltsame Typinferenz. Und zwar, es macht die Typinferenz nicht für Typsicherheit, sondern für Performance. Das heißt, da wo Julia es weiß und den Typ wirklich konkret von was kennt, da generiert es dann auch Code, der wirklich für diesen einen Typen speziell ist. Und ansonsten, wenn es das nicht weiß, macht es das dynamisch. Ich muss auch gerade gucken, ob ich da noch im anderen Beispiel Time noch also, was schon... Also, wie ist es mit dem uint 32 da? Also, ich darf über Typen reden in Julia. Also, Julia hat ein Konzept von Typen. Ja, also First-Class-Objekte dann sozusagen, ja? Ja, das sind sie auch. Funktionen sind tatsächlich First-Class-Objects. Das kann man ignorieren, das heißt, dass man eigentlich aufräumen sollte hier. was auch noch sehr interessant ist und wo es sich jetzt sehr von anderen Skriptsprachen unterscheidet, ist der Fakt, dass Julia macht JIT, also compiled es wirklich zur Laufzeit gegen einen konkreten Assembler-Code. Und was daran auch sehr cool ist, man kann sich sogar den Assembler-Code von jeder Funktion anzeigen lassen, den Julia definiert hat. Das kommt später noch. Genau. Code, ja? Dieser Parse-Inter, mhm. Hast du irgendein Local und da steht nur N und M und irgendwie taucht in der Zeit, wo du gerade warst, jetzt... Noch eine weitere Variable ein? Ja. Hat das irgendwas zu bedeuten? Das ist eine gute Frage. Lass mich ein wenig überlegen. Das S habe ich hier unten auch. Ich habe mir tatsächlich über das Scoping noch nichts durchgelesen. Also es könnte tatsächlich sein, dass es global ist. Ich glaube es aber nicht. Es könnte sein, dass sie das Scoping so ähnlich machen wie in Python, falls das dir was sagt. Weil da ist es ja auch so, dass du nicht explizit Variablen deklarierst, bevor du sie benutzt. Und dass du, wenn du innerhalb einer Funktion eine Variable verwendest, dass du erstmal nicht weißt, ob die jetzt von außerhalb verwendet werden oder ob sie hier neu definiert werden. Und der macht das hier mit N und M, damit er die auf jeden Fall neu definiert, damit er nicht das von hier oben irgendwie. Könnte ich mir vorstellen. Aber das oben ist auch gebunden. Stimmt. Dann weiß ich nicht, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem... Damit das außerhalb von der Vorschleife verändert. Mmh. Ja.
Stimmt. Das wäre ja sogar sinnvoll. Das heißt, wenn eine Variable einfach verwendet wird, ohne sie zu deklarieren, dann kriegt sie automatisch nur im kleinsten schließenden Block, was also nur die Vorschläge wäre und nicht ausnahmen. Ja, das Problem ist hier, dass der, wenn der Scope für N und M inferiert werden würde, dann wäre es falsch für was er will. Weil er will es ja auch außerhalb der Vorschleife haben. Und würde es, aber er verwendet es zum ersten Mal innerhalb der Vorschleife. Und wenn er es inferiert, dann wird er es halt so weit innen wie möglich deklarieren. Das ist tatsächlich von allen die beste. Oder von allen Theorien die beste. Und dem schließe ich mich an. Also, okay, was auch noch, genau, Chit hatte ich schon. Ist das auf jeden Fall sehr schön, das Code. Das liegt vielleicht aber auch am Editor und am den Farben. von der Übersichtlichkeit sehr übersichtlich. Ja, das stimmt. Oh, nee. Was passiert zum Beispiel, wenn meine Eingabe für Pass-in-Curve 0 ist? Ja, das ist halt ein bisschen mit der Schwimmung. Ach, du hättest gerne abhängige Typen, ist dein Punkt. Ich würde einfach gern sehr übersichtlich sehen können, was dann, also das ist erstmal... Ich weiß, dass du die Antwort nicht magst, aber es wird einen Laufzeitfehler geben. Das spielt erstmal nicht für die Sprache. Ja. Wenn ich jetzt die Sprache... Wir könnten mal zu den Performance-Benchmarks wechseln, weil es geht jetzt ja darum, die Sprache zu verteidigen. Bist du ein bisschen sicher? Also ich habe es gerade ausprobiert und wenn ich eine leere Sprache gemacht, dann passiert nichts. Ja, mein Punkt war jetzt, dass der Doppelpunkt, der gibt dir eine Liste zurück. Genau. Und wenn ich 1 Doppelpunkt 0 habe, was passiert? Das können wir auch einfach... Ich wollte die Rappel eigentlich extra vorstellen, aber das wird jetzt wohl nichts. Upsala. Ist ja, hat ja niemand was gesehen. Ja, dann ging es ja noch. Also jetzt, also erstens, warum die Julia Rappel toll ist. Weil sie bunt ist. Und das Zweite, wir wollten ja speziell was testen im Sinne von, was ist, wenn ich sowas mache. Was, okay, was ist, wenn ich ihm jetzt hier das Null zähle? Aha! Also erst wenn man es auswertet, gibt da einem dann einen Fehler. Aber wenn du nur X eingibst? Dann gibt er mir diese Liste. Das ist ja sehr lazy, je nachdem. Ja, aber ist lazy. Ist es lazy oder ist es das? Also grundsätzlich ist Julia Iger. Es gibt Pakete, die die Listen komplett lazy machen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich Iger. Aber das ist oder strict. Super sinnvoll. Bei dem numerischen Code hast du oft Vorschläge vor I gleich 1 bis groß N, wobei N 1 Milliarde ist. Weil du eine Milliarde machen willst, du willst. Und dann willst du aber nicht eine Liste erzeugen, die 1 Milliarde Elemente hat. Sondern so ein Generator. Bestimmen könnte. Und 1.0.0 ist halt der Generator. Das könnte Sinn machen, ja. Solala, wenn wir jetzt schon bei dem... Aber was ist eigentlich so schlecht an dem Laufzeitfehler? Ich meine, das ist doch ein generischer Laufzeitfehler, der überauftaucht. Den hättest du auch. Ja, ich meine, ich glaube, sein Punkt war so ein bisschen, er ist so ein Idris-Fan und bei Idris kann man solche Überprüfungen ja mit in den Typ mit reinstecken. Nein, tatsächlich wäre das nicht mein Punkt gewesen. Ach so. Der Punkt ist eher so, dass, naja, genau, Compile-Zeitfehler sind natürlich wesentlich entspannter zu sagen. Ja, aber sowas ist tatsächlich, das muss immer ein Laufzeitfehler sein, ist der Punkt, wenn man diesen zweiten Parameter einfach erst zur Laufzeit kennt. Folgen wir eine Rohrschleife über diese leere Liste. Ja. Ihr könnt es ja aus einem anderen Grund Laufzeitfehler geben, nämlich dass unten auf N zugegriffen wird und auf M vielleicht, ohne dass die zwei initialisiert worden sind. Ja, genau. Okay, ich mag noch ein paar Sachen über die Rappel erzählen. Kannst du mal Local N? Ja. Und dann N. Ja, genau. Misplaced Local. Ja. Ah, weil es in Rappel gibt es nicht einen Scope von dem Konzept her. Aber wir könnten eine kurze Funktion schreiben, ne? Ja. Kann ich meine Variable Local nennen? Ach, Kinder! So werden wir hier nie fertig. Nee, es war Function, genau. Und wie war das denn im Schneemann? Schaut so ein bisschen berechtigt, weil in MATLAB kann man eine Variable i nennen.
und dann ist die Konstante für die imaginäre Einheit halt futsch. Ja, okay. Oh, lel. Das heißt, deine ersten VI gleich 1 bis 10 Schleife ist. Aber dann kann man doch genauso wie PHP dann aussortieren aus den, ja, aus den, ja, Programmiersprachen, oder? Und, also es, warte, ist, wenn die futsch ist, jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Function. Es gibt ein CI, was nicht überschrieben wird. Nur für die Physiker. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Oder wo hat er ein Problem? Du kannst es nicht Loke nennen, wenn wir sagen. Also wahrscheinlich hat er mit Loke. Also man darf wohl Variable nicht local nennen. Vielleicht. Oder ich habe was anderes falsch gemacht. Also vielleicht hast du den Sinn, die dürfen nicht local heißen. Ah, okay. Nachgeguckt. Genau, aber die eigentliche Frage war ja auch, das ist ja eine syntaktische Frage, aber die Frage war, was passiert, was wenn Wert hat ein local nicht initialisiert ist, x. Also x. Also mach's nochmal, aber mit n statt dem jeweils. Okay. Das ist übrigens auch sehr schön an der Rappel. Du hast gerade die Oben-Taste sogar gedrückt, das ist ja krass. Ja, ich habe nach oben gedrückt und er hat mir den kompletten Ausdruck, den mehrzeiligen Ausdruck. Ja, das kann zum Beispiel Haskellite auch. Oder willkommen im Jahr 1965. Ist das die Frage, worauf du raus möchtest, Ingo? Ja, genau, das war die Frage. Ich glaube, das war so die Zeit, wo die ersten Bildschirme aufkamen. Und jetzt mache ich F von irgendwas. Okay. A not defined. Okay. Okay, also das ist dann tatsächlich undef und er beschwert sich. Und es ist nicht ein zufälliger Wert im Speicher auf jeden Fall. Ja, aber wann kompiliert er dann? Dann kompiliert er erst wann auch. Also jetzt hier in der REPL speziell immer dann so spät wie möglich tatsächlich. Okay, aber dann ist ja okay, dass er es spät merkt. Ja. Ja, nee, aber er hat es jetzt erst beim Ausführen gemerkt. Ja, aber kann schon sein, dass er beim Kompilieren und Optimieren des Codes festgestellt hat, dass es keinen Codepfad gibt. Ja. Ich habe in dem Sinne, habe ich sogar was getestet. Mal gucken, ob ich es noch finde. Type-Check-Time. Genau, da habe ich hier etwas gemacht, wo er erstmal 3 Sekunden schläft. Ja. Und dann macht er 3 plus Katze. Ja. Und wenn man das ausführt, das können wir noch machen. Ach, jetzt muss ich wieder in den richtigen Ordner. Ja. Und dann kommt die Fehlermeldung. Also da muss man sagen, da ist es leider, das passt so gar nicht hierher, aber ist halt so, recht dynamisch. Es ist auch so, dieses ganze Ding, dass es immer so lang dauert, das ist halt, weil er Shit macht und er verwendet auch intern LLVM. Das heißt, das erste Mal compilet er die Sachen, aber wenn ich jetzt eine Schleife habe, wo ich das dann 1000 Mal mache, dann ist es schon schnell. Dann ist es, merkt man auch gar keinen großen Unterschied sozusagen. Was gibt es noch Interessantes über die REPL? Upsala. Warum läuft die hier? Nice. Etzala. Warum das jetzt nicht in Emacs läuft? Ja, das ist ja kein Ethereum-Mode. Noch nicht? Ich habe nicht geguckt tatsächlich. Also hätte ich mehr Zeit gehabt, das wäre sicher eines der ersten Sachen, was ich noch gucke. Aber war jetzt nicht die Priorität. Wenn man das jetzt übrigens vergleicht mit der Python-REPL. Ja, lass mal nicht mit der Python-REPL. Die ist nicht so shiny wie die Julia-REPL. Das ist nicht gut. Was mit den Ei davon? Also, ja, dann ist es ja nicht mehr so. Hat die Julia-REPL sowas wie den Abfällen-Quellcode aus dem Teil neu laden, also doppelt R wie in DRC? Wie nochmal? Den Quellcode? Also, hast in dem einen, hast den Editor offen, speicherst du immer und dann will ich in Julia doppelt R drücken und dann lädt er alle die Funktionen aus dem Quellcode neu. Das weiß ich nicht. Ich kann aber was Relatiertes erzählen, nämlich es gibt auch noch, das wollte ich am Ende so als Ausblick machen, Jupyter. Achso, ja. Okay, ich weiß nicht, cool, ja. Jupyter kennst du? Ja. Das ist sowas, wo ich allgemein Dokumente machen kann auf einem lokalen Webserver und mit sehr viel fancy Kram drumherum. Und das war, glaube ich, primär erstmal mit Python. Ja. Aber das gibt es auch mit Julia. Und da habe ich dann natürlich sowas, wenn sich in der Datei was ändert. Genau. Und das ist, glaube ich, wenn man FISO-Statistik-Kram macht, sehr praktisch. Das wollte ich nochmal. Code im Browser dann, oder? Genau. Ja, und vielleicht ein bisschen bunter. Und, aber ja, es geht in die Richtung, genau. Das Jupyter ist wirklich ziemlich cool und eignet sich auch sehr gut für Schulungen quasi. Also wenn man jetzt Kindern Programmieren beibringen will, ja, dann müsst ihr halt nicht Python installieren, was unter Windows schwierig ist, sondern sie können auch die Website gehen und das
Ja, also ich glaube, Jupyter ist der Witz, dass es, glaube ich, 40 Sprachen unterstützt. Und Julia ist halt nur eine davon. Und man kann es sich wohl auch sehr leicht lokal installieren und verwenden. Okay, das war Jupyter. Nochmal zwei Sachen zur REPL. Ich kann Semikolon eingeben, dann habe ich eine Shell. Also wirklich. Und dann kann ich auch Hardtop starten oder so. Und das startet, es wechselt mit Semikolon wirklich nur für ein Kommando immer zur Shell. Und was ich auch eingeben kann, ist, ich kann eingeben Fragezeichen und dann beliebiges Kommando und der zeigt mir halt Doku an. Ja, Xavier? Also erstmal können wir ausprobieren in der Help, also Fragezeichen Reload. Um eine Frage zu beantworten. Ah, okay, gibt es auch. Genau, zweitens, Arrays fangen an bei Index 1, nicht nur. Okay, ja, das sollte man erwähnen, das ist komisch. Und drittens. Aber das ist halt auch gut für viele Numeriker. Weil, wenn man in der Mathematik halt mit Vektoren arbeitet, dann ist es zumindest wenn man traditioneller Mathematiker ist, x1 bis xn. Und dann macht man also keine Indexfehler, wenn man jetzt die Formel, die man in der Mathe hat, in Julia überträgt. Weil man beides mal bei 1 hat. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man zuerst Informatik studiert hat und dann zu Mathe gewechselt hat oder andersrum. Wir haben nur noch so 5 Minuten. Ich gucke mal in meine Liste, was ich noch so grob hatte. Mein Plan. Die Folien, die ich nicht habe. Ah, okay. Genau, REPL. Ah, die Performance-Stats wollte ich ja noch zeigen. Nein, das ist nicht. Das sind die Super-Turing. Ah, hier ja, Performance-Stats. Kann man das... Etzala. Genau, hier... Ups, nein. Ist es jetzt zu? Nein. Es wäre schön, wenn ich weniger failen würde. Wo haben wir sie? Ah, Etzala. Und die kann man sogar schön lesen. Genau, so hier haben sie insgesamt 5 verschiedene Probleme verglichen, nämlich einmal eine Fibonacci-Implementierung, einmal Quicksort, eine Funktion, die Mandel heißt, eine Funktion, die Pisum heißt und eine Funktion, die Randmatstat heißt. Und hier entsprechend die Sprachen, die sie verglichen haben. Und da ist es immer so schwarz, also C++ ist 1, ist so der Prüfstein, gegen den sie gehen. Und man sieht jetzt, Julia ist meistens ein bisschen drüber. Was man auch sieht, MATLAB ist immer sehr viel weiter oben. Und Octave ist immer noch ein bisschen schlechter. Also wenn ich mich nicht irre, wird MATLAB ja auch interpretiert. Ja, ist glaube ich eine Skriptsprache, soweit ich weiß. Ich glaube, MATLAB hat ja vor allem dieses Ding, das Syntaxfehler. Okay, Performance Stats. Das ist doch bei R auch so, das ist doch eigentlich eine Statistik-Library, oder? Ja, was man noch im Zusammenhang mit R sagen kann, ist, dass die Julia-Leute sich recht viel Mühe gegeben haben, die Standard-Library von R nachzubauen und sie haben, glaube ich, 90% haben sie schon, habe ich irgendwo gelesen. Aber wie schaffe ich denn, ein JavaScript-Programm schneller zu kriegen als ein C++-Programm? Warte. V8 ist ziemlich krass. Ja, aber ich meine, ich kann natürlich im Prinzip, also bei C++ muss ich es halt dann per Hand machen. Also, ja. Beziehungsweise vielleicht ist das etwas unfair. Eigentlich muss man C noch haben, weil C ein paar Sachen hat, wie Restrict, Type Modifier, das C++ nicht hat, was dann eher an die Performance noch an Vorteil reingeht. Das stimmt, es ist auch so, ich war bei ein paar Sachen auch kritisch. Sie haben tatsächlich die kompletten Programme alle online. Also sie haben in ihrem Repo haben sie ein Test Benchmark Mikro und da sind die Sachen alle drin. Und ich habe mir ein paar angeguckt und da war es jetzt zumindest so, dass ich jetzt so selber sagen konnte, okay, sie haben C++ jetzt nicht absichtlich mega furchtbar implementiert. Aber ich habe mir nicht alle angeguckt. Aber sie sind zumindest online. Das muss man ihnen anrechnen. Micro-Benchmarks so an die Überschrift schreiben soll. Micro-Benchmarks sind ja nur so für so... Man kann sie sich immer so hindrehen, wie man gerade will. Kannst du mal den Quick oder den Quicksort aufmachen in C++ von dem? Das müsste gehen. Das ist nämlich genau hier, also im Julia-Test perf Mikro. Und da haben wir hier dann perf, ist das C? Ja. Ja, ich wundere mich nur, dass es nicht CPP heißt. Das war so mein... Okay, du wolltest Quicksort haben, gell? Zum Beispiel. Oder dann gucken wir uns. Okay, dann sieht man ja schon. Du meinst, das ist nicht so schön, wie man es hätte machen können?
hier bei FIP. Ja, naja, rekursiv ist so, wenn du C und C++ killen willst, dann machst du rekursiv. Ja, wobei wir hatten ja vorher das, ja klar, wir hatten ja vorher das FIP in Julia, da war es ja auch rekursiv. Und ja, sie hatten jetzt nirgendwo Memorize oder so. Ja, aber ich meine, man soll natürlich in der Programmiersprache idiomatisch schreiben. Und sozusagen Julia nahelegt, rekursiv zu schreiben, dann soll man davon ausgehen, dass man das auch gut kann. Ja. Ich hätte jetzt hier nicht die Dynamik Programming imperative Lösung erwartet, aber. Wir können uns noch Quicksort angucken. Ja. Tatsächlich in den C-Code als rekursive Aufbild übersetzt. Ja, ja. Okay, hier ist es tatsächlich etwas. Ja, von Menschen gemachte Code, also für die Benchmark. Ja, wobei natürlich über der GCC zumindest. Das ist jetzt tatsächlich so. Die Entwickler so. Wie ich es auch machen würde. Die Tail-Codes werden hier vom GCC ausgeschlossen, ab O2. Okay, dann gucken wir mal weiter. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Nee, aber kannst du mal. Also, ich weiß, wo die habe ich schon so. Sprache. Ah, das ist noch so. Das sind alles so Technologien, wo es darum geht. Ich habe 5 verschiedene Funktionen, die haben alle den gleichen Namen. Aber, und machen aber leicht verschiedene Sachen, je nach Typ. Und ich möchte, dass mein Programm zur Laufzeit die richtige Funktion auswählt. Das einfachste Beispiel davon, das ist Überladen von Funktionen. Das hat man in C++ und Java. Da geht es darum, das weiß man schon zur Compile-Zeit, je nachdem wie viele Parameter und vom Typen. Dann gibt es das nächste, das ist das, was Java nennt, das Polymorphismus. Wenn man sowas hat wie, ich entscheide auch nach dem Typ zur Laufzeit. Und normaler Java-Polymorphismus ist nur nach dem Typ von einem einzigen Parameter. Das ist dieses, ich hab eine Katze und ich habe eine kleine Katze und die kleine Katze macht ein anderes Miau als die große Katze. Und jetzt ist der Witz bei Multiple Dispatch, da kann ich mehrere Funktionen haben und es wird anhand vom dynamischen Laufzeittypen von mehreren Parametern entschieden, welche Funktion ich am Ende dann nehme. Das kann man auch, ich glaube, ich kann es hier sogar zeigen, nämlich mit mit der Plus-Operator ist tatsächlich so ein Beispiel, wo sie das haben. Und habe ich jetzt? Das ist ja archaisch. Das sind so Ideen aus den 70er-Jahren. Ja, also der Plus-Operator hat irgendwie eigentlich 30 verschiedene, ist eigentlich 30 verschiedene Funktionen. Und je nach Typ nehmen sie eine andere Implementierung. Und mit Methods kann man sich die entsprechenden Funktionen in der Funktion angucken. Und genau, hier, ja, es gibt zum Beispiel auch ein Plus für Datum. Sieht man hier. Zu wissen, wie der Nummernstack bei Julia aufgebaut ist. Das hatte ich auch vorbereitet, aber nur ganz kurz, weil du brauchst ja auch noch Zeit. Ja, nee, 5 Minuten. Achso, du brauchst noch 5 Minuten. Ja, das ist aber schon 18. 35 müssen wir da sein oder 35 müssen wir da sein? 40 müssen wir da sein und brauchen eine Viertelstunde. Das ist dann 25 und du brauchst 5 Minuten. Dann sagen wir 10. Dann mach ich bis Viertel nach. Okay. Es ging um die Typhierarchie. Ja, um die Numbers der Kopfzeichen. Ja. Und zwar, da ist also der Witz bei Julia Numbers, ist, es gibt abstrakte Typen und konkrete. Und konkrete Typen dürfen nicht Subtyp sein von einem anderen konkreten Typ. Also man darf nur Subtypen von einem abstrakten Typ. Also ein gewisses Einschränkung. Und wo haben wir es? Genau, das allerabstrakteste ist Number. Und dann ein Real ist eine Number. Also das hier heißt Subtype. Und ein Abstract Float ist ein Real. Und ein Integer ist ein Real. Und dann gibt es noch Signed oder Unsigned. Sind beides Integer. Genau. Und sie sagen auch irgendwo, dass diese Einschränkung, dass man von konkreten Typen nicht erben darf, sich eigentlich als gar nicht so schlimm rausgestellt hat beim Design, weil wichtig ist es eigentlich nur, dass man Verhalten erben kann, aber innere Struktur soll man eigentlich nicht erben und will man nicht erben. Ja. Und was es dann auch noch gibt, ist, dass tatsächlich wie die ganzen, wo haben wir es, wie die Typen intern definiert ist und man kann sich tatsächlich so beliebige Low-Level-Typen zusammenkrichteln. Und so sind auch wirklich die ganzen INT64 und INT32 in der Sprache sehen auch so aus. Also abstrakte Typen sind nur Interfaces. Sozusagen, genau. Da geht es nur darum, ich kann eine Funktion schreiben. Ich kann ja bei Funktionsdefinitionen durchaus angeben, sie bekommt einen Parameter von dem Typ und von dem Typ. Da kann man einen abstrakten Typ angeben.
als allgemeine Info. Genau, dafür sind die abstrakten Typen so ein bisschen da. Also es ist sowas Ähnliches wie ein Interface. Dazu vielleicht noch, im Wikipedia-Artikel über Julia steht, Julia wäre eine objektorientierte Sprache. Mir ist ein Rätsel, warum das da steht, weil ich habe keine einzige Klasse irgendwo entdeckt bis jetzt. Also es gibt keine Klassen, es gibt halt... Smalltalk gibt es auch keine Klasse. Ja. Ja, über diese Multi-Dispatch-Methoden sind das viel besser als, also sehr viel objektorientierter als das. Ja, es ist nochmal ein Freiheitsgrad mehr, den man hat. Und nochmal mehr Möglichkeiten, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht ist dieses ganze Subtyping hier so das, was Sie meinen, als objektorientiert, wobei für mich ist es schon nochmal was anderes, weil bei dem, was man in Objektorientierung hat, da geht es ja auch, bei der Vererbung geht es ja auch um die Methoden, die man erbt. Und das erbt man ja bei sowas nicht, weil die Sachen haben ja alle keine Methoden. Es sind ja keine Objekte, die Methoden haben. Ich habe eine generische Methode hinschreibe, dann sollte doch das Objekt, das einen Subtype hat, kann die auch nutzen. Das geht, ja, das geht. 70er Jahre Objekte und diese Begriffe ändern sich ständig und das ist hier alles relativ archaisch. Das sind so traditionalistische US-Amerikaner, die das betreiben, oder? Das ist möglich. Also ich habe mir die Namen noch nicht angeguckt und wo die herkommen. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern. Also es ist auch tatsächlich, ich habe nochmal überlegt, vor allem als ich dann hier angekommen bin und mir dachte, ui, es ist ja nicht nur dynamisch, sondern es ist ja eigentlich auch irgendwie imperativ. Und dann habe ich noch so ein bisschen geguckt, ob sie nicht irgendwas Funktionales noch haben, was ich hier so verkaufen kann. Und dann ist mir aufgefallen, sie sind eigentlich tatsächlich furchtbar archaisch. Also sie haben auch kein Carrying oder so. Es ist eigentlich wirklich so ganz altmodisch. Ich habe Funktionen, wo ich Sachen reinschmeiße. Und ich habe Datentypen. Ich habe eigentlich von sehr, sehr wenig modernen Kram ansonsten. Das ist ja Fortran 2015. Ja, ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt noch irgendein Feature so aufzählen kann. Also natürlich, Sie haben Paketmanagement und Module. sogar relativ viele tatsächlich. Ein modernes Fortran ist ja gar nichts Schlechtes, ja? Ja, ich glaube, Fortran 2007 gibt es ja. Das ist relativ okay. Das ist angewandt, kann man super einfach die Python-Shell starten. Ja. Ach so, jetzt, das sollte ein Diss sein, jetzt hat. Man kann auch übrigens alle Python-Module verwenden in Julia. Da gibt es einen PyCall, also man kann wirklich alles, was Python 3 hat, importieren und verwenden. Importiert man auch den Global Interpreter-Log gleich mit? Ach, die Antwort ist leider ja. Ja, was gibt es ansonsten noch, was man über Julia erzählen könnte? Ich habe noch hier einen Block mit Spracheigenschaften. Ah genau, sehr streng im Sinne von, also bei den Laufzeitfehlern, die es bemerkt, ist es aber schon stark typisiert. Also ich darf auch nicht sowas machen wie Katze inkrementieren, wie ich es in PHP machen darf. Das darf ich in Julia nicht. Aber ich kann bloß mit Katze definieren. Ja, natürlich. Das wäre dann die 731. Plus-Definition. Numerischer Kram, das ist also klassische, das ist dann Fortran, 50er Jahre sozusagen. 50 ist jetzt sehr böse. Also klar, Sie haben den Fokus, ach na, es stimmt zum Thema numerisch noch was. Sie sagen auch auf Ihrer eigenen Projektseite, es ist auch eine General-Purpose-Sprache. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so weiterverbreiten möchte. Man könnte da als Beispiel, ich habe mal was für das OpenLab in Julia programmiert. Das ist etwas, was eine CSV-Datei nimmt, in der Banktransaktionen drinstehen und dann eine hübsche Liste rausschmeißt von unseren Ausgaben als Verein. Und das war jetzt so, wie es sich zum Programmieren angefühlt hat, völlig in Ordnung. Ich hatte hier so ein sehr high-leveliges Paket für Dataframes. Das war alles okay. Wo? Was ist da funktioniert? Also vielleicht nicht die Vorschrift, aber die Definitionen und so sind ja sehr, sehr Kette an Funktionen und Daten umwandeln. Ja. Also, kann man schon als funktional. Also was man vielleicht auch noch, jetzt wenn wir schon dabei sind, was mir gerade einfällt, als funktional pitchen oder verkaufen könnte, ist, sie haben schon dieses Ding oft, dass sie eigentlich immutable sein wollen. Und immer so dieses in Prototypen, man sollte das jetzt eigentlich immutable machen. Und viele Funktionen haben es so, dass sie in ihrer Standardnotation immutable sind und das, was sie bekommen, nicht verändern. Und dann gibt es noch eine Variante mit einem Ausrufezeichen davon. Ja. Hier, Sort Ausrufezeichen. Ja, genau. Die mutiert dann. Das ist gut. Das ist echt gut. Genau. Und worauf ich eigentlich aber raus wollte, ist, also es hat sich zum Programmieren echt angenehm angefühlt. Ich muss sagen, die Sachen, die es für mich gab, die waren in Ordnung an Modulen. Aber es war wirklich furchtbar langsam.
Also das ist ein Programm, wenn ich jetzt hier String-Manipulation mache und wenn ich hier wohl nur einmal starte und er am Anfang erstmal alles shit compilen muss und dann einmal läuft und dann fertig ist, da ist es wohl viel langsamer als jetzt Perl gewesen wäre. Es geht quasi darum, dass er eine große Simulation startet und just-in-time compiled und dann läuft die über 2 Tage und immer schneller dabei. Ich weiß nicht, ob es ganz so extrem ist. Man muss dazu auch sagen, ich weiß nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen an diesen Dataframes liegt, die ich hier intern verwende. Weil was ich da eigentlich mache ist, ich sage die, ich tue diese Dataframes, wo haben wir es? Eigentlich ziemlich direkt einfach nur mit der CSV-Datei verlinken und arbeite dann die ganze Zeit auf den Dataframes. Und es kann sein, dass die einfach sehr imperformant implementiert sind für Strings oder für CSV-Dateien. Ja? Gibt es einen Compiler? Für Julia? Ja, weil wenn die anhaben, dann sind von Just-in-Time-Compiler besser schon naheliegend. Also man kann tatsächlich Julia-Sachen sich kompilieren. Das ist eine gute Frage, weil das habe ich mir sogar auch durchgelesen. Und sich das so zusammenlegen, dass es danach komplett läuft. Es ist nur, du hast eine Sache, ich weiß, was du gelesen hast. Es ist nur furchtbar ein Aufwand. Also es ist überhaupt nicht irgendwie userkomfortabel. Man muss vor allem, weil sie haben so eine Art sys.o, das ist so ein Teil vom Interpreter und von der Umgebung, die man immer haben muss und die sie immer mitschleppen. Und die muss man sich dann irgendwie rausziehen und richtig zusammengeschichteln und dann in das Endkompilat wieder reintun, das man dann mitnehmen möchte. Also man kann tatsächlich damit sich die Sachen kompilieren, aber es ist aufwendig. Ja? Ich habe 2 Fragen. Also erstens, ist Julia denn in Julia programmiert? Was ja auch mal ein Hinweis darauf ist, ob die Programmiersprache gut oder schlecht ist. 70%. Es ist, glaube ich, 70% Julia-Code, 10% C, 10% C++. Wir können auch einfach gucken. Ja, ich meine jetzt nicht den Kern, also nicht die Laufzeitbibliothek, ja. Ich meine, es ist klar, dass ich die natürlich, sondern... Das sind die Bibliotheken. Die Sachen drumherum. Ja, also ist es tatsächlich großteils, ja. Das müssen sie ja quasi sein. Was? Wenn die Bibliotheken schon in Julia sind, dann ist es schon ein guter Hinweis. Ja. Wenn jetzt der Compiler zu großen Teilen auch in Julia ist, dann ist... Ja, 66%, das muss man jetzt selber... Also der Compiler wird vermutlich nicht in Julia sein. Was dir noch wahrscheinlich gefallen wird, der Parser ist tatsächlich in Scheme. Ja, deswegen gibt es ja auch Makros. Ja. Und die 2. Frage ist, LLVM eigentlich, also wie sehr schränkt die Verwendung die sozusagen die Programmiersprache ein, die man eigentlich implementieren möchte? Also ich meine, LLVM ist eigentlich sozusagen von statischen überentwickelt worden, ja. Und wenn ich was sehr Dynamisches habe und ich will zur Laufzeit neuen Code erzeugen und rauswerfen, Garbage Collection mit Code machen, dann müsste ich, je nachdem was für ein Garbage Collection ich habe, müsste ich Codeblöcke verschieben können oder ich müsste wissen, welche Codeblöcke ein LLVM-kompilierter Code zugreift, was LLVM mir aber nicht sagt, ja. Das ist tatsächlich jetzt eine sehr... Also ich würde LLVM nutzen, wenn ich C++ oder machen will, aber für eine... Wenn man nicht so viel dynamische Freiheit haben möchte. Genau, aber für die gewandte Programmiersprache bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich... Ja, also was ich sagen kann zu den Typen ist, dass er ja immer zur Compile-Zeit versucht, so viel wie möglich schon zu wissen und dann Code speziell dafür zu generieren und wenn er den Code nicht weiß, dann generiert er Code, der das zur Laufzeit eben nochmal prüft und damit umgeht. Aber deine Frage war ja nicht nur in bezüglich dynamische Typen, sondern auch Dynamik noch ein bisschen bei der beim Kontrollfluss und bei der Logik und allgemein. Genau. Also da kann ich sogar tatsächlich was Konkretes zeigen. Weil ich habe hier etwas ganz Furchtbares gemacht, weil ich mir dachte, so also als interner Qualitätscheck, ob das jemand merkt im Open Lab. Das hat niemand gemerkt bis jetzt. Das hat man damals ja wirklich gemacht. Also da habe ich es gemacht, weil ich halt auch wusste, die CSV-Dateien, die wir von der Bank bekommen, da steht kein rm-rf/ drin. Auf jeden Fall. Ich mach meine Überweisung nicht. Jetzt muss ich das ändern, oder? Also noch kurz zu den Typen. Also was jetzt hier recht interessant ist, wenn ich kann wirklich auf einem beliebigen String Parse machen und dann kommt etwas zurück vom Typ ausführbarer Code.
Und das ist dann aber fest, was er in dieser Variable drin hat. Und das kann ich dann direkt e-wahlen. Ich habe keine Ahnung, ob das deine Frage beantwortet, vermutlich nicht. Nein, die Frage ist, ob man sowas dauerhaft macht, ja, ob er mm-hmm. Speicher zum Beispiel überläuft. Mm-hmm. Könnte sein, dass er deshalb so langsam ist, wenn man da jeweils in der Vorsprache hat. Was man auch noch... warte, da war aber noch irgendwas. Ich glaube, ist das nicht mit einem If irgendwie vergeschichtet? Nee, das passiert tatsächlich immer. Ja, das ist vermutlich der Grund der Langsamkeit des Codes. Ich bin jetzt versucht, das auszukommentieren und das auszuführen, aber wir haben ja schon 20 nach, das ist jetzt ja. Ja. Was noch zu deiner anderen Frage, also ja, Julia ist Garbage Collected tatsächlich. Aber sie haben jetzt in der letzten Version den Garbage Collector erst wieder geändert, weil sie wollen auch Echtzeit-Audio-Kram machen können. Und deswegen machen sie jetzt ein paar Sachen wieder anders als vorher. Aber ich weiß nicht, wie flexibel das ist dann zur Laufzeit. Das kann ich dir auch leider nicht sagen. Das scheint ja sowieso so ein Punkt zu sein. Zum Beispiel bei Python ist es ja auch so, dass sie irgendwie dass sie da ständig rumbasteln. Mhm. Es ist auch, wenn man was, wo man was halt wichtig ist oder relevant, wo man viel ändern kann. Das ist aber krass. Ja, Daniel will ja eine Frage zu Rust. Was? Ja, Rust. Ja. Ja. Dann muss ich das sagen. Ja, danke.